Ja, willkommen zurück bei Paper Mario. In der letzten Folge haben wir ja hier, beziehungsweise sind dem roten Band gefolgt und haben einige Tots befreit. Jetzt wollte ich nochmal gucken, hier war irgendwo eine Röhre, wo du zurück nach Tot Town konntest. Genau. Ach hier, der will den. Das muss er natürlich verhindern. Bitte hilf mir doch, wer? Dieser Faltgumba lässt mich einfach nicht in Ruhe. Hilfe! Na komm, die machen alle. Oh. Ordne die Gegner an. Zwei Ringzüge. Eine Aktion, da geht ja nur der Hammer. Sehen, ob wir den mit dem Hammer die Stachis kriegen. Ja. Sonst hätten wir da Eisenstiefel nehmen müssen. Ja. War er wirklich gefaltet oder war das alles nur in meinem Kopf? Hey, wo rennst du denn hin? Ohne Danke zu sagen. Wir gucken jetzt erstmal kurz nach Tot Town. Dass wir das auch mal ausprobiert haben. Da soll es ja noch einiges geben, was uns vielleicht nützlich ist. Gucken wir uns erstmal das Museum an. Vielleicht. Ah, hier ist er, der Museumstyp. Ah, werter Mario, willkommen. Dies ist dein erster Besuch im Myko-Museum, richtig? Richtig. Dann lass mich dir erklären, wie hier alles funktioniert. Wir sammeln alle interessanten Stücke, die dir auf deinen Reisen begegnen und stellen sie hier in der Galerie aus. Nun, und das war es eigentlich auch schon. Wenn du jemals in einem Museum warst, hast du den Dreh sicher schon raus. Oh, aber hatte ich erwähnt, dass wir nur Artefakte ausstellen, die von deinen Abenteuern stammen? Das ist einzigartig. Diese Spezialisierung kann sich kein anderes Museum rühmen. Oh, und da wir gerade von einzigartigen Dingen sprechen. Im Moment sind wir noch etwas knapp an Ausstellungsstücken. Doch ein spektakuläres Stück würde ich dir gern präsentieren. Und zwar die Supermarino. Das legendäre Schiff, das ebenso legendären Kapitän Toad. Und zum guten Schluss, wir würden uns überglücklich schätzen, noch weitere Pokale aus deinen Abenteuern auszustellen. Ich werde höchstpersönlich jeden einzelnen auf Hochglanz polieren, wenn dir nach einem Besuch ist. Einen derart guten Service findest du in keinem anderen Museum, das lass dich dir versichert sein. So, das war schon alles von meiner Seite. Viel Glück, Mario. Wie schön, kannst du noch was sagen? Es befinden sich einige neue Ausstellungsstücke in unserer Sammlung. Sieh sie dir ruhig an, wenn du magst. Ah nein, du denkst dich ja gerade an unsere Kollektion Weiße Hasen im Schnee. Doch hier handelt es sich nur um einen Bilderrahmen. Dieser Platz ist reserviert für Prinz euer Angeltrophäen. Cheap Cheeps, Blooper und so. Da ist doch was drauf. Wenn euch also ein wirklich großer Fang ins Netz geht, werden wir ihn hier verewigen. Aber ich habe doch einen großen... Und da wir gerade von einem großen Fang sprechen, ist es zu glauben, Kollege erwähnte einmal, dass direkt hier in unseren heimischen Gewässern Monsterfische lauern sollen. Wenn es dir gelingt, eines dieser Exemplare zu fangen, wäre es mir selbstverständlich eine große Ehre, sie auszustellen. Na, das ist doch schon mal was. Cheap Cheep, Länge 25 cm, Ort Panoramaberg. Okay. Und hier drüben war da auch noch ein weißes. Ne, da ist noch nichts. Okay, und hier. Audiothek. Da geht's jetzt rein. Untersuchen. Willkommen in unserer weltbekannten Audiothek. Unternehmen Sie eine akustische Reise durch alle Musikstücke Ihres bisherigen Abenteuers. Je mehr von der Welt Sie erkunden, umso mehr Musikstücke stehen Ihnen zur Auswahl. Genauer gesagt, alle Sounds eines Gebiets werden freigeschaltet, wenn alle grundlosen Löcher dort repariert sind. Den aktuellen Fortschritt finden Sie auf der Karte im Menü. Dort sehen Sie, wie viel bereits repariert ist. Wir hoffen, dass dies ein Anreiz ist, so viele dieser unsäglichen Löcher zu reparieren wie möglich. Freuen Sie sich an der Zwischenzeit all den wundervollen Aufnahmen, die sich bereits gesammelt haben. Wahrscheinlich noch gar nichts. Wähle ein Gebiet, Beschreibung lesen. Achso, nee. Also wir dürfen noch nichts anhören, weil irgendwo noch Löcher offen sind. Von der roten Luftschlange, denn wir sind ja auch noch... Rote Luftschlange, Audio. 0 von 1. Na gut, da müssen wir Seite 1 von 5. Wow, also gibt's ja noch nichts.
Gut, dann kommen wir halt später wieder. Außerdem sind wir auch jetzt nicht zum Musik hören hier, ne? So, weiter geht's. Was ist das gewesen? Vergessen. Origami-Figuren. Oh, wahrscheinlich alle, die mir schon begegnet sind. Es ist eine Freude, Ihnen diesen ungewöhnlichen Teil unserer Ausstellung zu präsentieren. Unsere Origami-Figuren, hier finden Sie die Origami-Wesen, die Sie auf Ihren Reisen trafen. Im Kampf besiegte Fallschergen werden bei uns für die Nachwelt festgehalten. Hoffentlich können Sie diese wundersamen Gestalten bestaunen, ohne darüber in Angst zu geraten. Ja, ich hoffe es. 6 von 9, da kommen also noch 3. Gucken wir mal, Kratterich. Sie verstecken sich gerne in Ecken. Stehlen Sie dir Münzen, besiege sie schnell, damit sie nicht entwischen. Ah, hier kann ich sie drehen. Kann ich die auch selber falten? Zurücksetzen. Animation. Naja, die wackeln halt ein bisschen. Die Faltvorlage müsste dann auch ja irgendwo sein, ne? Wie man die selber falten kann. Zu große, das ist bestimmt irgendein Bossgegner. Gut, raus, Falten gesehen. Was gibt's hier zu speichern? Schatzgalerie haben wir schon, Schatz. Ach, die kleinen Trophäen da. Jedes Ihnen, wie so vielen von uns, werden Sie gelegentlich von der Sammelleidenschaft überwältigt. Da kann das Myko-Museum behilflich sein. Wir bewahren hier gern alle Schatzminis für Sie auf. Betrachten Sie alle bereits von Ihnen gesammelt und erfahren Sie, wie Sie an die restlichen gelangen. Wer besonders fleißig sammelt, erhält vielleicht sogar einen Pokal oder zwei. Sammeln Sie ruhig alles, was Sie finden und sehen Sie sich Ihre Fundstücke dann bei uns in Ruhe an. Wähle ein Regal. Oh. Eine weiter wertvolle Ressource, die Mario hilft, KP wiederherzustellen. Pilze helfen in allen Lebenslagen. Und jetzt kann ich sie frei drehen. Okay. Der Pilz. Eine Fackel? Gewöhnliche Fackel aus dem Keller des Pilzpalasts. Sie leuchtet immer gleich her, egal was auch sonst los ist. Das? Lautsprecher, der für monotone Aussagen in Endlosschleife sowie monotone Musik in Endlosschleife genutzt wird. Na gut. Das soweit zu den Minis. Wahrscheinlich speichert er, was wir schon angeguckt haben. Ne? Origami-Totes. Achso, welche gefalteten Tots, ne? Wir freuen uns sehr, diese einzigartigen Ausstellungsstücke im Myko-Museum präsentieren zu können. Man sieht und staunt allerlei merkwürdige, wundervolle Origami-Tots. Je mehr diese ungewöhnlichen Kreaturen sie retten, umso mehr erscheinen hier in der Galerie. Ohne weitere Vorräte freuen sie sich nach Belieben an unserer Kollektion. 10 von 25. Das ist eine Zikade. Genau. Na gut, und noch der andere Tots. Schmetterlinge und so weiter. Blumen. Die wir alle schon mit dem Hammer bearbeitet haben. Der Hund ist bestimmt auch dabei. So, hier keine Tür an der Seite. Gehen wir hier nochmal gucken. Und dann sind wir durch. Gemäldegalerie. Haben wir Gemälde? Was für Gemälde? Tots? Was wäre ein Weltklasse-Museum ohne eine Gemäldegalerie? Vermutlich nicht Weltklasse. Doch da wir uns als Weltklasse-Museum betrachten, finden Sie hier die Gemälde des Myko-Museums. Erkunden Sie einen Schatz aus kunstvollen Impressionen, der von Ihnen bereits reichsten Gebiete. Indem Sie im Verlauf des Abenteuers Todpunkte sammeln, können Sie neue Gemälde freischalten. Wenn Sie Todpunkte sammeln, wie Sie Todpunkte? Ganz einfach, indem Sie Tods retten. Wie viele Todpunkte Sie bereits gesammelt haben, können Sie sich im Menü unter Info ansehen. Wir vergnügen beim Betrachten unserer Sammlung. Bitte retten Sie so viele Tods wie möglich. Machen wir schon. So. Auswählen, Gebiet wechseln, abbrechen, bestätigen. Wenn ich hier Todpunkte verwenden, um dieses Bild zu enthüllen. 54 habe ich. Klar. Ah. Ah, nicht schlecht. Mario vom Palast. So, und das kostet auch wieder 5. Klar. Ah. Die Falle, also im Innenraum. Das längliche. Klar, 3. Verschiedene Ornamente. So.
Oh, das kennen wir, glaube ich, noch nicht. Und das? Aha. Immerhin bei Tag und bei Nacht. Ah, eine Kartenansicht sozusagen. Oder ein Luftbild von Tots Town. Ach, das ist das Museum selber. Da sieht man, wie große Fische man fangen kann, wenn man die in der Galerie sind. Ah, der eine war ja ganz groß, der diese Perle verschluckt hatte, ne? Das kostet jeweils eins. Okay. Eine Szene aus Marios Befreiungsaktion von Toads. Aha. Der Brunnen. Ach, im Brunnen ist ein Toad. Ja, wie ich da hochkomme, da ist ja eine Treppe, ne? Also die habe ich irgendwie nicht gefunden. Vielleicht. Wow. So, Seite 3, letzte Seite. Oh, das sind alles ein Punkte, da kann man uns alles leisten sozusagen. Gucken wir uns jetzt erstmal noch fertig an, diese Geschichte, bevor wir weitergehen, ne? Aha, in der Kanalisation waren wir auch schon. Ah, auf der Wiese, ja, da waren wir auch schon. Da drüben ging es zu dem Tempel. Ah. Das ist der alte Baum. Ich habe jetzt den Namen Schrumpf. Haben den vergessen. Gevatter. Sowieso. Dort Punkte verwenden. Klar, was ist das? Ah, der Kanalisation, die muss er abdrehen und sowas. Tempel des Erdpergamon, Eingang. Ja, das haben wir auch schon. So. Flüsterforst-Konzept. Ne? So Konzeptart ist ja auch was Schönes. So. Die Röhre, beziehungsweise von der Kanalisation. So, und das? Picknickpfad-Konzept. Aha. Gucke mal, ob da vielleicht ein Hinweis ist, wie man das öffnet. Naja. Okay. Haben wir die Kunstwerke auch gesehen. Alle freigeschaltet sozusagen. Was kann ich mit dem Boot machen? Kann ich mir nur ansehen. Im Moment. Das hat bestimmt später auch noch einen Einsatz. Achso. Ich müsste jetzt eigentlich, wenn ich zurück will, durch die Röhre, aber da können wir auch gleich in der Kampfschule nochmal vorbeigucken. Vielleicht lernt Mario da noch coole Sachen. Mir fällt gerade etwas ein. Erinnerst du dich noch an den einen Tod, den du gerettet hast? Der hat was von dem Kampfstudio, sagte er, genau. Ich weiß nicht, wo er sich befindet, aber vielleicht sollten wir es versuchen, es rauszufinden. Er sagt, er hätte ein Geschenk für uns. Das ist doch der hier drüben. Hey, gehst du gerade Gassi? Du erinnerst dich sicher noch an mich. Ich bin der Tod mit dem Hundestudio, den du vor einer Weile gerettet hast. Kampfstudio, wollte ich schon sagen. Im Trainieren bin ich besser als im Reden. Kommst du einfach rein, dann zeige ich dir alles. Ja, ja, dann geh schon mal rein. Das ist aber klein. Ach, da geht noch eine Treppe nach unten. Ne? Einfach mal ein bisschen rumherklopfen. Was passiert? Nö. Na, dann gehen wir halt runter. Ist bestimmt riesig unten. Ah, das war das aus dem Konzeptbild. Hey, da bist du ja. Willkommen in meinem Hobbykeller. Ich meine im Kampfstudio. Sorry, technisch gesehen ist das wirklich ein Keller, aber es ist auch ein Kampfstudio. Egal. Da wir gerade von diesen Faltfreaks bedroht werden, können meine Einrichtungen vielleicht von Nutzen für dich sein.
Hier findest du die neuesten technologischen Errungenschaften präzise verarbeitet, um dir zu helfen, dein Können im Kampf zu verbessern. Handtücher kosten extra. Oh, aber habe ich dir von der Bonusaktion für neue Mitglieder erzählt? Hier ist dein Gratisgeschenk. Oh, ein Up-Pilz belebt Mario ganz von selbst wieder, wenn er im Kampf unterliegt. Ah, cool. Sowas wie eine Fee bei Zelda. Du weißt, wie man das Ding benutzt, oder? Trag es einfach bei dir und wenn mal was schief geht, verleiht es dir eine zweite Chance. Wenn du mehr davon brauchst, versuch's doch mal im Laden. Cool. Das ist schon mal nicht schlecht. Was ist das hier alles? Die ist noch nicht ganz aufgebaut. Aber wenn erst alles fertig ist, wirst du es lieben. Das ist eine Holo-Boss-Maschine. Sprich mit mir, nachdem du einen Boss-Gegner ausgeschaltet hast und ich erkläre dir mehr. Kann man den vielleicht nochmal besiegen, ja? Die Sprungmaschine? Gute Idee. Beim Training mit der Maschine lernst du richtige Timing für eindrucksvolle Sprungattacken. Dein Gegner werden platt sein. Willst du Sprungattacken trainieren? Warum nicht? Fertig? Los! Zu spät, zu früh. Nochmal. Fertig? Los! Zu früh? Achso, nochmal. Zu spät. Na Mensch. Ich mache immer zu viel. Das ist aber auch ein Sekundenbruchteil, ne? Nochmal. Gut, der erste Sprung gelingt immer nicht. Gut, das haben wir. Was ist das? Ah, die Hammermaschine. Gute Wahl. Ich bring dir bei, wie man einen perfekten Zeitpunkt für einen Angriff mit dem Hammer gekommen ist und wie du deine Bizeps trainierst. Willst du das Hammern trainieren? Gucken wir uns auch mal an. Fertig? Ja. Yeah. Fertig? Das war nicht so gut, glaube ich. Zu spät. Jawohl. Also, das haben wir. Gut. Was ist das? Ah, du arbeitest also in deiner Verteidigung. Wenn du sie schon nicht los wirst, kannst du zumindest den Schaden reduzieren, den Gegner anrichten, wenn sie auf dich losgehen. Möchtest du trainieren, wie man blockt? Klar. Fertig? Perfekt. Perfekt. Geblockt. Okay, das kriegen wir hin. Also blocken. Blocken kriegen wir hin. Das andere ist ein bisschen Zufallsgeschichte. Hast du jetzt noch was zu sagen oder war es das? Verzeihung. Nur zu, probier ruhig jede Maschine aus, die du magst. Du kannst hier nichts kaputt machen. Na gut, was ist das? Ah, mit dieser Maschine kannst du die hohe Kunst der geschickten Anordnung üben. Kennst du das? Du gerätst in den Kampf mit Fallschlägen, bei all der Hektik klappt es mit der Anordnung nicht so ganz. Tja, hier kannst du dran arbeiten und niemand greift dich an, wenn du es mal nicht richtig hinbekommst. Du kannst zwischen zwei Modi wählen, einmal mit ganz normaler Rätselringelei, bis das pro Level 10 Rätsel zu lösen. Und dann das Wettringeln. Schaffe in 100 Sekunden so viel richtige Anordnung, wie du kannst. Möchtest du deine Anordnung? Nee, das wollen wir jetzt nicht, das dauert uns zu lang. So. Na gut, haben wir es gesehen. Cool. Raus da. Und dann haben wir hier Geschäfte aufgemacht, ne? Beziehungsweise die ganzen Tots in den Häusern sind ja jetzt wieder da vielleicht. Vielleicht kriege ich auch hin, wie man da hochkommt. Ist der jetzt wieder da? Das ist hier lag nur der Zettel, ne? Aber die zwei Geschäfte waren, glaube ich, gleich hier vorne. Eigentlich auf das Dach von dem Haus dort hinten, wo dieser riesige... Nö, da ging es auch nur hinten raus. Das war auch kein Geschäft. Aber hier, da steht einer davor. Guck mal hier. Hallo Mario, ich bin's der Tod, den du vor dem Tempel des Erdpergamentron gerettet hast. Komm rein, ich werde den Laden für dich aufmachen. Na wunderbar, gucken wir mal rein. Oh. Können wir machen. Uff, jetzt hast du mich schon zum zweiten Mal gerettet. Wollen wir hoffen, dass es kein drittes Mal gibt? Ja, hoffen wir es mal.
edel, exquisit und extra günstig. Du brauchst Zubehör? Wir haben Zubehör. Bronzezeit plus. Gibt dir mehr Zeit, um deine Gegner im Kampf anzuordnen. Schnipselsauger. Zieht Schnipsel aus größerer Entfernung zu dir an. 2000. Gibt's noch mehr? Ach, wir nennen sie Bronzezeit plus. Bronzezeit plus, das macht insgesamt dann 2000 Münzen. Na klar. Hoffentlich ist die permanent. Gib dir mehr Zeit, um deinen Gegner im Kampf zu trainieren. Damit du dein Zubehör auch etwas nützt, musst du es mit Plus unter Zubehör aktivieren. Gucken wir uns gleich an. Du kannst jetzt auch nicht beliebig viele Teile auf einmal aktivieren, also überleg dir deine Auswahl gut. Gucken wir erstmal an. Komm bald mal wieder. Zubehör. Auswählen. Aktivieren. So. Gut, das ist aktiv. Ja, dann machen wir den Sauger noch. Schnipselsauger auch nochmal 2000, ja. Danke mich recht herzlich. Und das war's. Wir sind offiziell ausverkauft. Kommt doch später nochmal vorbei. Aber vergiss dich, dein Zubehör zu aktivieren. Ja, das machen wir gleich. Also das Saugding recht noch. So, na tschüss. So. Auch die Schnellreiseröhre nehmen können. Hier gab es ja auch unterirdisch noch was zu entdecken, aber das dauert uns jetzt zu lange. Wir wollen ja auch eigentlich auf dem eigentlichen Weg weiterkommen. Ach hier, es gehört eigentlich eine Treppe hin. Auf der Zeichnung war hier eine Treppe. Muss wahrscheinlich wirklich den Sprung schaffen, um den da oben kaputt zu machen. Was darf es denn sein? 50 Münzen für Hasenespresso, na dann. Suchen wir mal. Muss ja einen Sinn haben, ne? Danke, und jetzt die Leine. Komm, Mario, solange der Espresso noch wirkt. Wirkt der noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Einmal versuchen wir es noch. Ich wollte so lang wie möglich zögern, bis das abspringt. Nee, das ist so nicht zu schaffen. Vielleicht mit einem Hammer irgendwo was runterhauen. Gucken. Vielleicht kriegt man auch später noch Sprungfähigkeiten. Tja. Tee hat nicht viel gebracht. Ich dachte nur, dass man den Tee nehmen muss und dann hat man ein bisschen Schwung. Aber der Tee war schon weg, als ich hier durch die Tür bin. Habe ein bisschen Geld verschwendet, naja. Aber anders komme ich hier nie hoch. Naja. Achso, was ist denn, wenn ich auf dem aufs Dach springe? Bringt mir auch nichts. Und hier gibt es leider so eine gute Springmöglichkeit nicht. Die kleine Kiste da, die kriegen wir auch da nicht runter. Hier fehlt quasi die Treppe, die man dort gesehen hatte. Schade. Na gut, dann zurück. Also das war das Geschäft, hat auf. Und das waren nur Häuser und da hinten waren wir gerade. Also geht's jetzt wieder weiter in unserem Abenteuer. Ganz normal. Achso, da steht auch noch einer. Wer bist du? Danke nochmal, dass du mich aus der anderen Dimension befreit hast. Jetzt kann ich wieder 80 Stunden Schichten im Laden schieben. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken. Ich verkaufe massig tolle Sachen. Schau doch mal rein. Okay, was verkauft denn der für tolle Sachen? Wir haben ja gerade tolle Sachen gekauft.
Oh. Na, es darf sein. Ich hoffe, du hast deine Spendierlatzhosen. Eisenstiefelhammer. Stärker als normal, perfekt für stachelige Gegner. Das haben wir auch, das haben wir auch. 3 Feuerblumen im günstigen Sparpack. 3 Pilze im günstigen. 6 Pilze in der Packung, 6-mal satter gespart. Pilze 6er-Packs. Nee, wir kaufen ja nicht. Vielleicht hast du ja später mal noch was Nützlicheres. Nee, da kommt nichts raus, wenn ich dagegen hau. Gut. Haben wir das auch gesehen. So, ich glaube, jetzt wird es an der Zeit, hier wieder zurück zu gehen. Damit wir auch weiterkommen zu der roten Luftschlange. So, steht jetzt was bei 1? Panoramaberg, Warbröhre. Ja, ja, ich wollte eigentlich springen, aber dann hat er gelesen. Na los, weiter geht's. So, wenn wir einmal hier sind, machen wir noch die Felsen kaputt. Nicht schlecht. Da oben ist auch irgendwas. Wenn wir da hochkommen, weiß ich aber nicht. Können wir hier nochmal Steine kaputt haben? Ach, da gibt es einen Weg da oben irgendwie. Kommen wir vielleicht später hoch. Und vielleicht kommen wir da auch wieder runter. So, ich glaube, jetzt ist er voll der Beutel. So. Hier hat man das letzte Mal dann aufgehört. Hier war, glaube ich, das Angeln, ne? Ja, aber wir wollen nicht nochmal angeln. Wir haben schon geangelt. In der letzten Folge. Das ist eine bedrohliche Musik hier. Alles mit Palisadenzäunen. Wow! Um Himmels Willen, was ist das? Wow! Mario! Steh auf! Game over! Na! Letzter Speichertitelbildschirm. Na sowas! Das war ja krass! Zum Glück hat man nochmal auf Speichern gedrückt, ne? So. Also. Lauf, Mario! Oh, ein Stern! Komm, du Stern! Hier runtergefallen. Ja, muss ich das jetzt nochmal machen und den Stern? Wow. Okay. Man muss also den Stern erwischen. Jetzt habe ich ihn aber. Ha. Das ist cool. Kümmere dich nicht um mich, ich glaube, da gab es eben ein Erdbeben. Alles in Ordnung bei dir, Mario? Entschuldige, keine Zeit, deine Antwort abzuwarten. Ja, ja, ja. Natürlich hast du keine Zeit. Aber, nachdem wir den, was auch immer jetzt erwischt haben, speichern wir. Jetzt können wir nämlich hier weitergehen. Nächsten Löcher zumachen. Stachis? Was machen die? Scharenschlacht! Wow! Oh.
Plus 10. Ordne Gegner an. 2 Züge. So, warte mal. Das ist ein Hammer. Das ist eine Hammergeschichte. Und das ist auch eine Hammergeschichte. Yeah. Letzte Schergenschlacht nochmal. Hilfe. So. Nee, das bringt nichts. Helft mir mal, Tots. Komm, wir brauchen ein bisschen Zeit. So, also. Ringzüge, einen habe ich noch. Ah, ich weiß. Er kommt. Okay. Also, das wären jetzt die Eisenstiefel. Weil die stachlich sind, ne? So, und das wäre der Hammer. Gut. Sehen, was es hier gibt, ne? Ah, Geld. Naja. So, was hat's hier mit auf sich? Da ist ein Tod. Sieh mal, bei der Seilbahn spielt ja ein Tod mit der Luftschlange herum. Hallo, Sie da, können Sie mal aufhören, mit der Luftschlange zu spielen? Das ist nämlich ganz schön gefährlich. Kommen Sie lieber da raus. Oh, natürlich, einfach mal so rauskommen. Überhaupt kein Problem. Ich stecke hier fest, meine Liebe. Denkst du etwa, ich halte hier freiwillig den ganzen Verkehr auf? Meinetwegen kommt niemand mehr auf die Herbsthöhe. Um mich daran zu erinnern, daran haben sie alle Spaß. Oh ja. Oh, hiermit könnten wir auf die Herbsthöhe gelangen. Also wenn sie nicht in die Luftschlange eingewickelt wären, meine ich. Gut zu wissen, dass man dann da... Das muss dann der rötliche Berg da drüben sein, oder? Ha, diese blaue Luftschlange, die da von dem roten Berg flattert, ein echt toller Farbkontrast. Moment mal. Das ist die blaue Luftschlange, Maya. Die Aussicht ist so schön, dass ich erst gar nicht kapiert habe, worum es sich handelt. Nachdem wir uns um die rote Luftschlange gekümmert haben, sollten wir wohl zurückkommen und der blauen folgen. Lassen Sie den Kopf nicht hängen, Sie wissen schon, immer locker bleiben. Oh nein, das ist ja noch schlimmer. Wir kommen später nochmal wieder, ganz bestimmt. Ja, man muss auf jeden Fall wahrscheinlich müssen. Ne? Oh, der hat Flügel. Herbsthöhen sei mal Panoramatur. So, guck mal, was das mit dem. Ordne die Gegner an. Wie habe ich denn? Ringzüge 2. Auf jeden Fall so, ne? Aber ich den da hupst der dann weg. Wenn ich den hintersten drehe. Helft mir mal, Tots. Komm, zeigt man nicht so. Darf man nicht zu viel Geld ausgeben dafür.
So, na jetzt dürfte es ja so gehen. Nee. Hey. Ringzüge noch ein. Ja, hab ich jetzt nicht kapiert. Nimm mal so einen normalen Stiefel, Marsch mit dir fertig. Oh. Ich will doch der Eisenstiefel nehmen sollen. Oh, ist der Gegner dran, ich muss blocken. Ich hab zwar geblockt, aber. So, wie viele Züge habe ich denn? Zwei. Dann sieht's einfacher aus, ne? Komm, jetzt machen wir den mal Eisenfüße. Den einen hat es nie erwischt. Jetzt bringen wir es zu Ende. Wir sind einmal mit dem Hammer drauf. Gut. Jetzt sollte man langsam den Mario mal wieder heilen, ne? Irgendwo bis da oben noch meine Bank. Oh, da oben. Uha. Das war fies. Oh nee. Ist das nicht euer Ernst? Ringzüge 3. So. Die sind schon mal geschafft. Einen habe ich nicht richtig erwischt. Endlich, der Gipfel. Was für eine anstrengende Kletterei. Das für dich gewesen sein muss. Ich habe ja leichter und so. Gut gemacht, Mario. Alles klar, jetzt müssen wir noch reingehen, die Luftschlange finden und... Sag mal, Mario, sehen Türen immer so aus, nicht? Oder wie kommen wir da rein? Ja, bau denn so hoch oben eine Tür. Ich kann schweben, aber niemals so hoch. Und du stehst mit beiden Beinen fest auf der Erde. Moment mal, Erde, das ist es. Etwas ist mit der Erde passiert, deswegen ist sie jetzt so hoch. Oh, ein Faltkreis.
Aber der ist anders als das, die anderen. Vielleicht hat das was mit den Erdpergamentern zu tun. Aber ist das Erdpergament denn zu so etwas gemeinfähig? Vielleicht hat mein Bruder ja dieses Faltkreis benutzt, um es zu beschwören und ist gezwungen, dies zu tun. Ich schätze, wir müssen das Erdpergament dann finden und dann sehen, ob es uns helfen kann. Okay. Sollten wir nicht vorher versuchen, das Erdpergament dann zu finden? Ja, wir versuchen es. Ich dachte, es wäre eine Bank hier. Panorama Sportpark. Gehen wir auch gleich, gehen wir mal hin. Ne, hier geht's nicht außenrum. Na gut, gehen wir halt in den Sportpark weiter. Aber das ist doch eine Bank. Mensch. Komm, warum setzt denn das ich da nicht hin? Ich will, dass du dich ausruhst. Nein. Ist doch keine. Ist keine offizielle Bank. Oh, Shy Guys, die spielen mit einem Tod. Das sind auch viele. Die Shy Guys sehen eigentlich schon mal ganz richtig aus, aber zwei Ringzüge nur. Jetzt müssen die mir helfen, ich habe keine Ahnung. Wie ich das mit nur zwei Ringzügen mache. Darüber. Okay, und jetzt? Die anderen auch darüber, aber was wird denn aus dem... Noch ein Ringzug. Mit einem Ringzug kriege ich die doch nie angeordnet. Zwei rüberziehen. Hä? Vier kriege ich, aber... Hä? Zeit geht rum, scheiße, was mache ich denn? Schieben. Zwei rüber. Zwei rüber, keine Ahnung. Oh, ich hasse alles, was piekst. So ein Starre flutscht durch deine normalen Stiefel, als wären sie aus Butterbrotpapier, deine armen Füße. Ich weiß es nicht. Hilfe. Das wären der Eisenstiefel, oder? Wir machen erstmal einen Hammer. Und zwar bei denen hier. Die hat es nicht beeindruckt. Das wären der Eisenstiefel, ne? Ah, die sind auch noch nicht fertig. Sowas. Naja, dann nehmen wir jetzt einen Hammer. Na, das wird ganz schön ein Angriff. Sieben, machen die Starris lieber alle? Ich weiß es nicht. Los, Hammer, auf. Hey. Oh. Ah, da war so ein Pilz gehabt. Ordne die Gegner an. So, was habe ich denn jetzt? Zwei Ringzüge, ha? Wie kriege ich denn die beiden hier vor? Dann kann ich ja nur mit zwei Ringzügen. Aber ich. Wenn ich nur zwei Züge habe. So, wollte ich mal sagen. Die werden gestiefelt. So, die werden gehämmert. Habe ich
meinen schönen Wiederbeleben-Pilz verloren. Hätte mich vorher heilen sollen. Naja, was soll's. Ich bin die geballte Ladung Sportsgeist sozusagen. Okay, hier ist noch eine Röhre. Diese Röhre führt zum Tempel des Erdpergaments am Picknickpfad. Bevor diese Rautis mich zu einem Fußball zusammengeknüllt haben, hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, grimmig diese Röhre anzustarren. Okay. Ja. Aber noch fehlt uns ja da eine so eine Kugel, glaube ich. Was ist denn hier? In meiner Schule war ich in der Grashüpfballmannschaft, also hatte ich schon ein gewisses Vorwissen. Hat sich von hinten, wo kam denn der her jetzt? Na gut, das sieht zumindest schaffbar aus, ne? Die muss ich mit normalen Stiefeln versuchen. Ah, jetzt trifft man sie irgendwie nur, wenn man sie exzellent schafft. Jetzt muss ich die Eisenstiefel so richtig... Halten sie nimmer viel aus. Eisenstiefel kaputt. Mist. Mal neue holen. Und hier waren 1000 Gold. Naja. Komme ich denn da von hinten ran? Aha, ich muss wahrscheinlich den mit dem Ball erwischen. Der aufsteht, aber stand von hinten. Dieses dumme Siegel. Ah, ich habe die rote Panzerkugel. Dem kugelkickenden Unhold abgenommen. Das ist die letzte Panzerkugel, Mario. Ja, das habe ich mal gedacht, dass die jetzt mich... Gut, das... Abhauen erstmal. Dem einen habe ich Siegel weggemacht. Dem habe ich auch Siegel abgemacht. So, jetzt kriegt jeder noch einen Schlag.
erzählen, was passiert, ob es was hilft, wenn ich die hier alle besiege. Ah, Haufen Tots. Gute Laufleistung, Mario. Du musst erschöpft sein. Hier für dich. Okay, das habe ich gebraucht, ja. Das stimmt. So, saugen wir mal hier ein bisschen auf. Verzeihung. Ich wollte eigentlich mit dir sprechen. Der Schlüssel zu diesem Spiel ist schon vorher zu wissen, wohin der Ball fliegt. Kein Ball, kein Problem. Das stimmt. Hast du schon mal von Luft getan gehört? Das hier ist Luftfußball. Okay. Nicht schlecht. So, dann gehen wir jetzt durch die Röhre, die der Tod hier bewacht. Unsere Eisenstiefel sind kaputt. Eigentlich müssten wir erst neue holen. Ah, vielleicht brauchen wir sie ja nicht. So, gucken wir mal, wenn wir die hier einsetzen. Was möchtest du tun? Ich möchte die ganzen Dinger da rein tun, natürlich. Cool, das mit den Panzerkugeln hat wirklich geklappt. Die Panzerkugeln. Also gehen wir jetzt ein Pergamenton treffen. Ich bin ja so aufgeregt, ich habe noch nie eins getroffen. Da liegt eine Goldmünze da oben. So, naja, die eine Münze ist vielleicht nicht wert. Ich hoffe mal, ich schaffe es ohne Eisenstiefel hier drin. Aber es speichert, ja. Tempel des Erdpergamenton. Erdpergamente und Tempeltour. 1. Ursprung des Tempels. 10 Münzen. Oh, von mir aus. Der Legende zufolge ruht der Gott der Erde, das Erdpergamenton, in genau dieser Höhle. Seine Macht ist so unermesslich, dass es ihm sogar möglich ist, den Boden selbst anzuheben. Da nimmt es nicht Wunder, dass die frommen Kopas ihn mit Pilgerfahrten und Geschenken ehren. Okay. Oh, eine Kiste. Erdpergament Tempeltour, Panzer der Erleuchtung, 10 Münzen. Für den kreativen Geist spiegelt sich in jenen Felsformationen die Gestalt des Erdpergamenton selbst. Und so verehren viele fromme Kopas seinen segensbringenden Panzer genau an dieser Stelle. Der Panzer des Erdpergamenton soll sogar noch härter als dieser unzerstörbare Fels sein. Na da, hoffentlich müssen wir den nicht zerstören. Was ist denn das hier? Ha! Sieht dieser Fels für dich nach dem Erdpergamenton aus, Mario? Für mich ja eher nicht. Hast du noch irgendwas Weiseres zu sagen? Nein. Aber wir haben dich erwischt. Noch ein Tempeltour-Dings. Wehrhafte Gottheit. Diese klauenförmige Furche soll aus einem epischen Kampf des Erdpergamenton und Mario... Was? Hey, wenn das wirklich du bist, Mario, dann musst du mir helfen. Oh toll, vielen Dank. Ich war's nicht. Na gut, vielleicht war ich's doch. Vielleicht habe ich ein paar Kabel und Zahnräder und so rausgerissen, als ich da drin war. Ha, wirf einfach ein paar Münzen ein, dann sage ich mein Sprüchlein auf. Aber ich hab doch München zum... So geht es Geldflöten. Mal sehen, wo war ich stehen geblieben? Ah, richtig, man nimmt an, dass diese riesige Furche von Erdpergamenton hinterlassen wurde.
Aber, und das ist sehr wichtig, das heißt auch, dass sein Klauenhieb sein schwächster Angriff war. Das war ein, was einem richtig zusetzt, sind wohl die Felsen, die es spuckt. Also besser mal drauf achten, würde ich sagen. Oh oh. Klingt nicht gut. Erdpergament und steiniger Pilgerpfad. Der folgende Abschnitt wurde der Authentizität wegen in seinem ursprünglichen Zustand belassen. Vorsicht, unebener Boden. Oje. Aha. Gar nicht gemerkt. Oh, bleibst du stehen? Vielen Dank, Mario. Jetzt kann ich endlich zu meinem Stand mit edlen, exquisiten und extra günstigen Zubehör zurück. Du auch? Stehe direkt draußen vorm Tempel. Komm vorbei, falls du Zubehör brauchst, ja? Ah, da sind noch einer. Weißt du, ich habe mal ein Buch über sowas gelesen, aber ich war trotzdem nicht bereit, dass es dann mir selbst passiert ist. Ja, okay. War hier noch so ein Käfer? Nicht genau sehen. Ja, da ist noch einer. Ich krieg ihn nicht. Da drüben. Ach, unter der Treppe. Ach, gerade jetzt, wo ich in Sachen Krabbelkäfer den Bogen raus habe. Ich habe ein tolles Versteck gefunden, von dem aus ich den nächsten Pilgern gehörigen Schrecken hätte einjagen können. Das sagt immer nur dasselbe. Ich dachte, er hätte noch was Tolleres mitzuteilen. Das waren alle Tots hier drinnen, oder? Na gut, dann weiter geht's. Na, ein bisschen Bammel vor dem, was auch immer das dann ist. Bitte an unsere Besucher das göttliche Abbild nicht bemalen, abklopfen oder zu lang betrachten. Ah, man soll da drauf klopfen. Hm? 50 Münzen. Der Herr des Tempels. Hier sehen wir ein Abbild des Erdpergamenton in seiner ganzen Pracht. Auch wenn es selbstverständlich vollkommen unbezwingbar ist, möge man sein Schwänzchen beachten. Aha, so eine wunde Stelle. In gewissen Legenden wird sein formidables Hinterteil als nicht komplett unbesiegbar beschrieben. Es ist diese Kombination aus großer Macht und großer Schwachstelle, die ihn so allseits beliebt macht. Und damit ist der letzte Teil dieser Tempeltour beendet. Wir erwarten Ihre großzügigen Spenden. Na spitze. Wie? Ist ja schon Schluss? Bisschen enttäuschend, oder? Könnte etwas albern sein, aber vielleicht sollte ich es trotzdem mal versuchen. Ziehst du dir jetzt am Schwanz? Liebes Erdpergamenton, wenn du mich hörst, könntest du vielleicht so gnädig sein, den Felsenkram auf unserem Weg zur Luftschlange beiseite zu räumen? Wir danken dir für all deine Gaben und hoffen auf deine schildkrötige Unterstützung. Tja, das hat nicht geklappt. Jetzt ist es mir etwas peinlich, dass ich versucht habe. Mario, tu irgendwas. Natürlich, Mario. Mario haut einfach mit dem Hammer drauf. Oh, ist ja nicht sehr stabil. Du hast den Erdpergamenton einfach umgeworfen. Ich meine, hoffentlich sind wir jetzt nicht verflucht. Wie wird man normalerweise für das Verwüsten einer heiligen Stätte bestraft? Geht das nur mir so oder zieht es hier plötzlich total? Ah, die Höhle geht noch weiter. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Wie aufregend. Hat er noch was anderes zu sagen? Todd, das muss ich meinen Chef melden, weißt du? Das fällt mir auf. Er macht jetzt schon ziemlich lang Urlaub. Ah, ein Glück. Oh.
tolle Route. Wow. Na los, nächste Mal. Schaffen wir's. Wow. Autsch. Ich kann ja einfach drauf stehen bleiben, ne? Voll da. Und wenn wir jetzt speichern können, wäre cool. Aber na, schauen wir mal. Mario! Oh, sieh dir das an! Das ist viel beeindruckender als alles, was wir bisher gesehen haben. Ich muss ihm unbedingt ins Maul klettern. Klingt das komisch? Egal, los geht's! Ganz nebenbei, ich hoffe, ich beschwöre sie damit nicht. Wir haben schon lange keine Fallschirme gesehen. Das hoffe ich auch. Oh nein. Ich glaub's ja wohl nicht. Ach Mensch, hättest du doch die Klappe gehalten. Ich habe keine Eisenstiefel mehr. Hilfe! Kommt dort, ihr helft mir jetzt mal. So, und jetzt mache ich einfach den Kreis hier und drehen, so lange bis es passt. So, kann ja jetzt nur stiefeln oder hämmern. Jetzt wird gestiefelt. Ach, das war's schon. Cool. Und jetzt stiefeln wir nochmal. Ersten habe ich nicht ganz erwischt. Nochmal stiefeln. Zwei habe ich noch. Gegner sind zu. Los, bring's zu Ende. Stiefeln wir auch nochmal. Exzellent. Tja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Punkte gelassen. Okay, jetzt scheint es hier runter zu gehen. Was war das? Ich will erstmal da hochhüpfen. Oh, das war knapp. So, aber jetzt ihr. Das muss klappen. Ja.
Oh. Er kommt wieder runter. Glitzerstiefel. Stärker als Eisenstiefel, aber nicht geeignet für Stacheln. Aha. Wow. Ach, die jagen den Tod. So. Ach, da ist auch noch so ein Schildkrötenvieh. Jetzt helft mir mal. Okay, und jetzt drehen wir das. Gut. Ich danke euch. Ihr habt ja keine Ahnung, wie lange ich hier gefangen war. Ich bin der Verwalter dieses Tempels, müsst ihr wissen. Ah. Mein nur aus der Erinnerung kreiertes göttliches Abbild war verbesserungswürdig. Also kam ich hierher, um das Original zu suchen. Gut, eigentlich interessiert mich nur, wie viele Münzen ich damit machen kann. Doch habe ich deshalb den Angriff dieser Flap-Flaps verdient? Wahrscheinlich schon, naja. Sei vorsichtig auf deinem Weg nach draußen, Mario. Geht's hier weiter? Erstmal das Einsame. Nö, wahrscheinlich war das nur ein bisschen versteckter Zugang. So. Wie komme ich denn da rüber? Ach, da gibt's. Geht's noch hoch? Wow. Das war ja fies. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich hätte vielleicht die anderen Stiefel nehmen sollen. Aber es ging so, ich hab's gut erwischt. Müsst mich halt wieder mal heilen, ich will aber nicht so einen Pilz verschwenden. Solange es nicht wirklich nötig ist. Mal gucken, wo es hier lang geht. Ach, da sind noch mehr von den Dingern. Ich versuch's mal oben. Oh, coolen Hammer. Glitzerhammer. Stärker und steilischer als der gewöhnliche Alltagshammer. Okay, dann rüsten wir jetzt erstmal ein bisschen aus. Also. Items. Ausrüstung, da. Glitzerstiefel. Ist ja schon eine lange Folge bis jetzt. Mist, 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 Mist. Scharenschlacht.
Ach ja. Ach kommt. Und was hat mir das jetzt gebracht? Okay. Oh, da kommt noch mehr von den Viechern. Naja, das schaffe ich eigentlich auch mit einem. Zwei Ringzüge. Okay. Felsen, Schatz Mini. Naja, jetzt muss ich trotzdem da oben lang, ne? Muss das jetzt die Gegner erstmal wechseln? Na komm. So, hier warten wir erstmal kurz. Rüber, warten. Rüber. Also, so nicht. Wahrscheinlich nochmal die Abfolge genauer angucken. Ist halt schon ein bisschen eine längere Folge, ne? Ich habe nur noch 19 Punkte. Ja. Das ist ein Loch, aber ich kann da nichts dagegen machen. Ja, und was mache ich jetzt hier? Ich muss da gegen die Wand hauen, weil das Loch ist.
ja auch nicht auf so ein Ding. Ich möchte ungern hier ins... Ach, da bin ich schon, müsste ich das Ganze wieder machen, ne, wenn ich hier runterspringe. Aber es nützt nichts. Ich sehe nicht, wie es weitergeht, ihr Lieben. Dann gehe ich halt nochmal zu diesem Loch. Ach, hier ist doch irgendwas drin. Ah, jetzt habe ich es gesehen, aber nur durchs... Mann, das war ja versteckt. Los, nicht runterfallen. So, gut. Und an der Stelle würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. War ziemlich lang. Wenigstens bin ich jetzt hier durch. Erstmal das Stiegel zumindest. Beim nächsten Mal schauen wir dann, wie es weitergeht. Bis dahin sage ich tschüss, macht's gut. Euer Astronier. Tschüssi.